Liebling, du wirst das kaum glauben. Ich habe die Antwort gefunden. Nach all diesen Jahren. Und es war so offensichtlich. Es gibt noch viel... Ach, ich erzähl's dir, wenn ich heimkomme. Ich liebe dich. Bewegt euren Hintern! Los! Der Generator ist hinüber! Das Feuer breitet sich schnell aus! Und was ist mit dem da? Ach, lass ihn da! Das ist der Bastard, der mein Auto gestohlen hat! Was ist los? Wo bin ich? Ich mach das nicht mit. Ich stelle mich weder dem Vulkan noch deinem Gott. Wie furchtbar! Wo bin ich nur gelandet? Ein Schalter. Muss den Alarm steuern. Na, endlich. Das Ding hat mich verrückt gemacht. Das sind ja furchtbare Zellen. Ein Handtuch. Das ist sicher irgendwann brauchbar. Nicht von hier. Nicht von hier. Diagnose? Total verrückt. Geister? Böse Geister? Ich höre euch nicht zu. Dieser sieht zumindest halbwegs ansprechbar aus. Ein Handtuch. Das ist... Kann ich mal was fragen? Wie heißt du denn? Dawn? Dich habe ich noch nicht gehört. Wer bist du denn? Wenn ich das bloß wüsste. Ich kann mich nicht erinnern. Ich hatte eigentlich gehofft, du würdest mich kennen. Blöde Stimme, bist du ein Geist? Ich bin kein Geist, nur ein Mensch, genau wie du. Wie ich? Dann kannst du die Stimme auch hören, oder? Kannst du doch. Weiß nicht genau. Diese Stimmen, Geister, Gespenster, was immer sie sind. Wer sind sie? Die verfallenen Krieger, sie wollen Rache. Wofür wollen sie sich denn rächen? Für die Tempel, die eingestürzten Tempel. Hörst du nicht ihre Schreie? Ist das hier der Tempel? Ist das hier einer der eingestürzten Tempel? Nein, aber wenn du das nicht weißt, dann bist du nicht der Krieger, der ich dachte. Irgendwas hier kommt mir bekannt vor. Ich glaube, mir fällt's wieder ein. Wo sind wir? Ich weiß, was du nicht weißt. Das hier ist das Dorf, du dämliche Stimme. Was für ein Dorf? Hat der Laden hier denn keinen richtigen Namen? Na klar, das Dorf ist der beste Platz für Leute wie dich und mich. Der Doktor hat so seine Mittel. Er ist echt gut, Dr. Morgan. Er sagt, ich kann froh sein, hier zu sein. Also solltest du genauso froh sein, hier zu sein. Glück gehabt. Wie kann ich denn diesen Dr. Morgan finden? Ich glaube, wir müssen mal mit ihm reden.
Er wird dich finden. Er ist der Beste, den es gibt. Er wird uns retten. Kannst du mir sagen, wo hier alle sind? Dr. Morgan oder sonst irgendjemand? Alle abgehauen, alles Feiglinge, keine Kämpfer wie wir. Oder Dr. Morgan. Der wird uns schon finden. Warum bist du denn hier? Was hat dich denn hierher verschlagen, hm? Ist doch klar wie Kloßbrühe. Vor ihm verstecken. Vor ihm? Sei endlich ruhig, sonst hört er dich, du dämliche Stimme. Ist ein Verschlussmechanismus. Aber wofür? Hoch, hoch. Der sieht bekannt aus, aber ich kann mich nicht erinnern. Hallo? Ich glaube nicht, dass ich dich kenne. Wie heißt denn du? Lenny. Ich bin Lenny. Mein Name ist Lenny. Nun denn, du musst Lenny sein. Du weißt nicht zufällig, wer ich bin? Nö. Mama sagt außerdem, ich soll nicht mit Fremden reden. Lenny, weißt du, wo wir sind? In meinem Zimmer? Meinem Schlafzimmer. Gefällt's dir? Schlafzimmer? Nein, ich meine das Gebäude. Was für ein Laden ist denn das hier? Wie heißt das? Mein Haus. Das ist doch nicht dein Haus. Na klar! Warum bist du hier, Lenny? Verrätst du es mir? Na, weil ich echt ungezogen war. Ungezogen? Hm. Das glaube ich dir nicht, Lenny. Was hast du denn angestellt? Ich habe was von einem Kürbiskuchen genascht. Kuchen? Und deshalb bist du hier? Kuchen vom Feld? Ein Kürbisfeld? Wo ist das denn? Wo? Wo stecken denn nur alle, Lenny? Da, wo sie auch sein sollten. Sie sollten besser zuhören. Mama hat sie alle weggeschickt. Dann habe ich sie wohl überhört. Wohin hat sie sie denn geschickt, Lenny? In die Schule. Ja, sie hat sie alle in die Schule geschickt. Jetzt, wo ich deine Mama nicht gehört habe, kannst du mir sagen, wie ich in die Schule komme? Wieso hockt er in der Ecke und versucht, sich zu verstecken? Entschuldigung, kenne ich dich? Dein Name ist... Martin! Martin, habe ich gesagt! Weißt du, wer... Kannst du mir meinen Namen sagen? Woher soll ich denn den wissen? Wie kannst du nur diese ständig so ein Dinger ertragen? Was für ein Laden ist das denn hier? Eine Klapsmühle, du Idiot! Klapsmühle? Sieht so alt aus hier. Meinst du nicht? Klapse! Irrenanstalt! Psychiatrie! Was kapierst du daran nicht? Da gibt's einiges, was ich nicht verstehe. Zum Beispiel, warum du hier bist. Die verdammten Käfer machen mich völlig irre! Aber irgendwann mache ich die alle! Doch morgen hilft mir dabei! Wir rotten sie aus! Und das war's dann! Was denn für Käfer, Martin? Ich sehe keine. Vielleicht ist es ja nur eine Einbildung. Machst du Witze? Die verdammten Blutsauger wollen die ganze Welt kaputt machen. Martin, denk doch mal nach. Wie sollen ein paar Käfer die Welt zerstören? Schau dir doch mal an. Das sind keine normalen Käfer, sondern Roboter. Winzige, kleine Roboter. Und es gibt ein Arzt hier? Ein Dr. Morgan? Immer wieder. Exterminator. Der ist der Beste, den es gibt. Der macht die Dinger fertig.
Aber die kommen immer wieder. Die kommen immer wieder. Wo sind denn hier alle? Alles Feiglinge. Als der Alarm losging, das sind die alle abgehauen. Machen wahrscheinlich mit den Käfern gemeinsame Sache. Wenn das Doc morgen rausfindet, das ist eine Verschwörung. Hey, wer bist du? Oh mein Gott, bitte nicht. Oh mein Gott. Sehen wie Kontrollschalter aus. Zu weit weg. Sollte besser nicht zu nah an den Rand kommen. Mich kann sie nicht stechen, bin viel zu flink. Ach, schon mal, Kanada kann ich sehen, aber ich schon. Ein Hund. Irgendwas stimmt da nicht. Die Kabel müssen eingesteckt werden, bevor ich den Videorekorder benutzen kann. Können Sie mich hören? Ich bin Dr. Morgan. Ihre Wahnvorstellungen haben Sie diesmal fast umgebracht. Mein Gesicht ist total verbunden. Wo bin ich denn? Wer bin ich? Sie hatten offenbar etwas Dringendes vor, als Sie das Auto gestohlen haben. Oh nein. Ihr Gesicht hat bei dem Unfall einiges abbekommen. Hab ich wirklich? Kann mich gar nicht... Ist unsere Aufgabe, Sie zu heilen. Sie müssen allerdings kräftig mithelfen. Sie brauchen Ruhe. Bruce, bring unseren Gast wieder in sein Zimmer. Und keine Angst, wir sprechen uns bald wieder. Na also, der Kurzschluss hat den Safe geöffnet. Das ist ein eigenartiger Schlüssel. Aber wofür? Hier könnte ich Antworten finden. Eine Notiz zur Turmbrücke. Wegen Problemen mit dem Generator sollten alle Mitarbeiter die Brücke ständig ausgefahren lassen. Es ist nämlich schwierig, die Brücke von dem Umgang auszufahren, wenn der Strom ausfällt. Ein Brief von Dr. Morgan an Professor Cunningham. Etwas über einen alten Schlüssel hier im Krankenhaus. Der Schlüssel, den Sie meinen, muss wirklich sehr alt sein. Ich habe Dokumente gefunden, die eine Verbindung zur Aztekenkultur nahelegen. Aber wir müssen noch weitere Untersuchungen hier im Institut anstellen, um diese Theorie zu bestätigen. Notiz vom Chef der Wache. Sie gibt Aufschluss über die Flucht von Patient Nummer 227. Er sagt, der Westflügel sei nicht sicher genug und alle Patienten seien in den Turm verlegt worden. Aber wo sind sie jetzt? Wie komme ich da nur hin? Ah, so kann's was werden. Da unten ist ein Verschlussmechanismus. Ein alter. Thank you.
Es ist... Nein! Es ist so dunkel. Oh, mein Zuhause, du ehemals heller Turm, was ist nur aus dir geworden? Du bist lebendig? Bin ich denn verrückt? Hör zu! Hör auf die Schreie der Kinder! Die Unschuldigen sterben und du denkst nur an dich? Siehst du nicht, dass das Licht des Himmels abgedunkelt ist? Was kann ich tun? Suche die Wahrheit!